Der Tag danach. Wie ein Schlachtfeld sieht der Garten jenes Bergheimer Hauses aus, in das am Dienstagabend ein LKW gekracht ist. Vom Gartenhaus sind nur noch Trümmer übrig geblieben. Hausbesitzer Paul Spatzenecker ist trotzdem gelassen. Er hat sich den Vormittag freigenommen, um bei den Aufräumarbeiten dabei zu sein. Erdreich ist relativ viel verseucht, also ab 9 Uhr wird ausbaggert, also mehr kann ich noch nicht sagen. Schaden ist relativ hoch. Sie sind ja doppelt betroffen, da nicht nur eben gestern direkt durch ein LKW, sondern als Anrainer. Wie spürt man den Verkehr? Ja, ist schon hoch, aber wir waren seit 40 Jahren oder 50 Jahren und man nimmt das nicht mehr so wahr einfach. So gelassen wie Paul Spatzenecker nimmt nicht jeder Bergheimer die LKW-Flut durch das Ortszentrum hin. Zu dem morgendlichen Berufsverkehr mischen sich zahlreiche Laster von den Speditionen und Betrieben in der Gegend. Fußgänger oder Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sind hier bei weitem in der Unterzahl. Nein, also ich traue mich schon noch über die Straße. Für Schulkinder ist es sicher ein Problem. Also wir müssten ein Stück weiter vorne oder weiter unten über die Straße gehen. Ich bringe jeden Tag meine Kinder in die Schule und in den Kindergarten und das ist halt keine angenehme Situation. Obwohl wir da jetzt tollerweise die Unterführung haben, aber ich denke für die anderen ist es schlimm. Wie viel Verkehr durch Bergheim fließt, wurde angesichts des Verkehrschaos nach dem LKW-Unfall deutlich. Die Polizei nimmt das regelmäßig zur Kenntnis. Ja, der Verkehr hat natürlich stetig zugenommen und hat jetzt ein Ausmaß erreicht, das eigentlich fast nicht mehr ertragbar ist. Es sind am Tag etwa 30.000 Fahrzeuge am Wochentag in Bergheim unterwegs und das ist natürlich eine Menge, die fast nicht mehr tragbar ist. Aber wenn man bedenkt, welche Proteste das auf der Dauerautobahn schon gegeben hat, wo dann am Tag 24.000 Autos fahren, aber auf 4 Spuren und da fahren auf 2 Spuren, 30.000, kann man sich das Ausmaß in etwa vorstellen. Zurück beim Haus von Paul Spatzenecker. Ein Bagger fängt an, das verunreinigte Erdreich auf dem Gelände abzugraben. Auch eine Abordnung der Bezirkshauptmannschaft und des Landes Salzburg hat mit der Untersuchung der Unfallstelle begonnen. Das Haus liegt im Wasserschongebiet. Die Verunreinigung durch den ausgetretenen Diesel scheint größer zu sein als ursprünglich angenommen. Zum momentanen Stand ist es so, dass dieses ziemlich ein altes Haus ist und der Beton sehr undicht ist. Und dadurch ist der Diesel auch unter den Beton eingeflossen und auch unter das Haus geflossen. Eine aufwendige Sanierung also für Paul Spatzenecker, deren Kosten vermutlich die Haftpflichtversicherung tragen wird. Für die Verkehrsprobleme der Bergheimer wird es so schnell vermutlich keine Lösung geben.